So, hallo und herzlich willkommen. Heute ist ein riesen CSGO-Update rausgekommen mit neuer Operation und was weiß ich nicht alles. Ich will jetzt im ersten Video euch mal die Falchen-Case vorstellen, also die neue Kollektion. Und wir fangen einfach mal ganz unten an. Ich werde nach dem Video auch noch 5 Cases öffnen und heute Nachmittag mit Mike mit Sicherheit auch nochmal 15 bis 20. Also wenn ihr nichts verpassen wollt von dem neuen Update und Infos, dann abonniert doch bitte den Kanal und gebt einen Daumen hoch, wenn ihr das Video gut findet. Und schreibt natürlich in die Kommentare, welches eure Lieblingsskins sind und was ihr davon haltet. Wir fangen mal ganz unten an. Das war eins mal der Bunsen Burner und Rocket Pop. Finde ich ziemlich cool. Ich bin ja normal nicht so der Fan von blauen Skins, aber der hier sieht ziemlich cool aus. Und die hier finde ich auch, by the way, ziemlich cool. Preis ist natürlich klar, wie immer, die werden auf jeden Fall noch fallen. Wobei die hier schon, ja, die werden auf jeden Fall noch fallen. Will ich jetzt, wie gesagt, auch nicht ganz drauf eingehen. Hier ist die Nova Ranger. Ist halt eine Shotgun, gefällt mir nicht. Die Elite Build finde ich ziemlich nice, auf jeden Fall. Ist von der AK Elite Build. Gefällt mir ziemlich gut. Die Riot gefällt mir auch extrem gut eigentlich für eine UMP. Aber das sind halt jetzt alles wieder so die Low Skins. Ist halt so, die USPS Torque ist mega. Auf die werde ich auch hoffentlich bekommen. Die gefällt mir richtig gut. Ist mit der USPS Orion einer der besten USPs auf jeden Fall. Neutral Net finde ich ganz cool. Farmers auf jeden Fall. Hoffe ich, dass ich ihn bekommen werde. Die M4A4 Evil Daimyo, wie auch immer. Finde ich auch ziemlich cool. Das Rot kommt extrem cool. Wobei ich halt wahrscheinlich bei der S bleibe. Von dem her ist die relativ uninteressant. Die Poison Dart ist ziemlich cool, ja. Ist jetzt auch nicht sowas Besonderes. Die Negev muss natürlich auch wieder dabei sein. Ist ganz cool, aber ist halt eine Negev, ja. Handgun finde ich, by the way, ziemlich nice. Gefällt mir richtig gut. Gerade so das Blaue oben drin. Ich weiß nicht, ob es denn da auch so Case Hardened-mäßig Veränderungen geben wird vom Pattern. Die Yellow Jacket ist richtig geil. Ich hoffe, die werde ich auch ziehen. Und die Nemesis finde ich auch extrem cool mit dem Schädel hier drauf oder was es ist. Preis ist natürlich noch hoch. Aber es ist natürlich auch schon extrem gesunken, weil die Operation jetzt schon wegen amerikanischer Zeit einiges sich getan hat. Und jetzt kommen wir natürlich zu den Top-Scorern. Die Cyrex ist, ist ganz cool. Es ist SG553, wer die spielt, da sieht es auf jeden Fall richtig geil aus. Und die Aquamarine Revenge ist natürlich mega. Gefällt mir richtig gut. Würde mich mal interessieren, in-game zu sehen. Und die AWP Hyper Beast ist natürlich Killer, auf jeden Fall richtig krass. Da bin ich mal gespannt, bei den zwei hauptsächlich, wie sich die Preise entwickeln. Normal geht ja immer eine runter, beziehungsweise eine ein bisschen tiefer. Da bin ich mal echt gespannt, weil es einfach eine AWP und eine AK in Rot und auch noch ziemlich geil ist. Könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr denkt, wie sich die Preise entwickeln, ob die so bleiben oder ob sich welche billiger wird, was auch immer. Also die falschen Case derzeit auf ca. 4 Euro auf dem Markt, also sind schon ziemlich runtergegangen. Ich habe mir jetzt auch natürlich schon 5 rausgelassen. Die werde ich jetzt gleich öffnen. So, ihr seht, ich hab mich ja schon ein bisschen eingerichtet. Für die Cases habe ich jetzt 4,04 Euro bezahlt. Ist also extrem günstiger, als ich es letztes Mal bei der Chroma 2 Collection hatte. Falschen Case finde ich eigentlich auch einen ziemlich coolen Namen und das Logo ist auch ziemlich nice. Und ich will euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen, ich habe schon 5 Keys, 10 Kisten. Wie gesagt, heute Nachmittag kommen noch mehr. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr das große Case-Opening nicht verpassen wollt. Neue Knife werde ich in einem extra Video vorstellen, beziehungsweise gibt es ja noch einfach weitere Videos mit Patch Notes und was noch alles kommt. Das neue Ranking-System hier mit Private Ranks, wo man dann auch Drops bekommt, wenn man uprankt und sowieso und hast du nicht gesehen. So. Ich bin extrem gespannt. Wie gesagt, Profit kann man hier natürlich auf keinen Daumen rechnen. Weil die Kisten und Schlüssel sind wir jetzt irgendwo bei 6,34 Euro oder so. Und wie auch immer. Ich öffne jetzt die erste Case und ich hoffe, wir haben vielleicht ein bisschen Glück. Ich gehe aber wie gesagt nicht davon aus. Da war ein rotes Bunsen Burner, wie auch immer man es ausspricht. Ist ziemlich cool. Werde ich auf jeden Fall direkt am Anfang mal spielen. Gefällt mir gut. So, dann wollen wir gleich mal die nächste aufmachen. Wäre natürlich mega. Oh, oder so ein neues Knife. Ich würde ausrasten, ohne Scheiß. Ihr hört vielleicht auch ein bisschen, ich bin krank. Aber das kann natürlich jetzt hier nicht abhalten von. Elite Build ist auch okay, werde ich auch spielen. Ich hoffe in gutem Zustand. Aber ich glaube, die Elite Build bei den AK sei auch immer eigentlich. Ja gut, hier ein bisschen abgeranzt. Aber geht. Kein Stress.
So, und öffnen wir direkt die nächste. So, was ist halt No-Go? Die Nova Ranger, das ist so, dann so die Koi wieder unter den Shotguns. Hier unten eine von den drei wäre mega. Selbst die MP7 Nemesis oder was Lilanes wäre echt krass auf jeden Fall. Ihr merkt auch schon wieder, ich bin extrem aufgeregt. Okay, das wäre natürlich auch nice. USP Talk, Hammer. Ich hoffe, einen guten Zustand. Ja, sieht ziemlich abgeranzt aus. Das haben wir hier viel testet, Minimal Wear. Vielleicht haben wir jetzt auch noch Glück mit den zwei. Ansonsten drückt natürlich die Daumen für heute Mittag. Jo. Vergesst natürlich auch nicht den Livestream-Kanal. Jawohl, bitte geh weiter. Wie geil ist das? Die Farmers Neutral Net in Star Trek, aber wahrscheinlich, wie ist der Zustand? Auch bestimmt mindestens viel testet. Factory New, wollt ihr mich verarschen? Wo ist die denn Factory New? Aber okay, ich will mich nicht beschweren. Die letzte Kiste für jetzt. Jetzt mal sehen, wenn noch was Gutes rauskommt. Forst mir vielleicht das Glück noch ein bisschen heraus. Aber wie gesagt, heute Nachmittag wollen wir auf jeden Fall noch das große Opening machen. Naja, war jetzt okay. Ich bin jetzt mal gespannt, was die Farmers Wert hat. Sieht auch ziemlich gut aus vom Zustand. Factory New. Richtig gut. Jo, aber ich will es jetzt gar nicht mehr länger machen. Ich habe jetzt wieder so viel Scheiße gelabert. Gebt den Daumen hoch, bitte, wenn ihr mich unterstützen wollt. Und abonniert den Kanal. Und schaut natürlich auf meinen Twitch-Kanal rein. Vielleicht machen wir auch einen Livestream heute Nachmittag. Oder beziehungsweise es wird mit Sicherheit einen Livestream geben. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.